Koch-Kellner-Lehre habe ich im Hotel Rosenberger in Wels gemacht, mit dem Ziel, das Gasthaus meiner Tante zu übernehmen. Nachdem ich 2 Jahre in der Haubengastronomie gearbeitet habe, habe ich aber schnell festgestellt, dass die Gastronomie auf lange Sicht für mich nichts ist und habe in die Großküche gewechselt. 2003 bin ich ins damalige Krankenhaus nach Christkirchen gegangen und habe 2004 dort die Küchenleitung übernommen. Meine Aufgabe als Küchenleiter beinhaltet die Gestaltung des Speiseplans, die Führung des Teams, den Wareneinkauf und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Abteilungen. Mit unserer Arbeit haben wir einen direkten Einfluss auf das Wohlbefinden der Patienten und in manchen Bereichen sind wir auch Teil der Therapie. Ein großes Anliegen ist mir die Weiterentwicklung der Ernährung im Krankenhaus in Richtung einer fleischreduzierten Kost. Besonders schön ist die Unterstützung der Klinikumleitung, die uns in der Küche eine hohe Wertschätzung entgegenbringt. Du gehörst zu uns. Entdecke über 100 Berufe im Klinikum Wels Christkirchen. Wir sind klinikum.at.